Hallo meine Lieben, ja, ich begrüße euch heute am Mittwoch zu unserem One-Card-Channeling in sehr ungewohnter Umgebung, auch für mich. Aber ich habe mir jetzt hier in dieser kleinen Wohnung, in der ich mich momentan befinde, einen ruhigen Platz herausgesucht und das ist hier im Schlafzimmer. Denn in einer Wohnung gibt es doch immer mal wieder, ja, einfach Geräusche, die man jetzt zum Beispiel auf der Finca nicht hatte. Und deswegen habe ich mich hier ins Schlafzimmer zurückgezogen und uns trotzdem ein kleines, lauschiges Plätzchen geschaffen, so dass wir hier jetzt in Ruhe unsere Botschaft für diese Woche empfangen dürfen. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich für eure lieben Nachrichten bezüglich des Hauses, das ich tatsächlich jetzt gefunden und bekommen habe. Und es wird heute Nachmittag oder vielleicht morgen, das weiß ich noch nicht ganz genau, ein Video dazu geben. Ich möchte nämlich ein bisschen was drüber erzählen, wie ich damit umgegangen bin, dass ich ja doch relativ lange im Unklaren war, welche Hinweise ich erhalten habe von meiner Mannschaft, was ich tun soll, um dieses Haus zu manifestieren. Eins davon war, euch mit einzubeziehen. Da sieht man mal wieder, wie groß die Manifestationskraft von vielen guten Wünschen und Gedanken ist. Und dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen. Und ich werde also im Juni, wenn es klappt, schon nach Pfingsten, dann in mein Häuschen ziehen können. Ja, meine Lieben, wir stehen kurz vor einem Neumond, der nochmal im Zeichen des Widders stattfindet. Ich habe schon ein bisschen was darüber erzählt. Ja, es wird heute im Laufe des Tages für euch auch noch die Meditation geben. Ich werde eine Meditation channeln. Es gibt ja dieses Mal keine Live-Session. Das war einfach jetzt ein bisschen knapp mit dem Umzug und diesem ganzen Ankommen hier. Aber ich werde eine Meditation channeln, so wie ihr das aus den Sessions kennt. Das Thema wird sein: Wie bleibe ich in meiner inneren Mitte, in meinem inneren Frieden, wenn meine Emotionen hochkochen? Denn das ist so ein bisschen, wie ich es wahrnehme, das Thema dieses Neumondes. Da könnte es sehr emotional werden. Und ich denke, die meisten von uns kennen das. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, jetzt platzt einem die Hutschnur, ja, oder man möchte aus der Haut fahren oder man reagiert vollkommen über, wenn irgendetwas geschieht, was einen emotional sehr berührt. Und das könnte jetzt in dieser Neumond-Energie der Fall sein. Und ich möchte um eine Meditation bitten, die ich dann wieder gechannelt aufsprechen werde, die uns dabei hilft, und die kann man sich ja dann immer wieder anhören, wenn man mal in so einer Lage ist, ja, immer wieder zentriert und in unserer Mitte zu sein, wenn uns solche Energien ein bisschen aus der Bahn werfen. Das wird es heute auf jeden Fall noch geben, diese Meditation, die ihr dann entweder über Vimeo oder unsere Webseite erwerben könnt. Und wenn ihr nicht bei Vimeo und auch nicht auf der Webseite registriert seid, dann kann ich die euch auch gerne per E-Mail zukommen lassen. Dann schreibt ihr mir einfach. Ja, wir schauen jetzt mal, was ich zeigen möchte aus dem Rider-Waite-Tarot. Ich habe das Deck schon mal vorgemischt. Ich bitte um eine Botschaft, die uns jetzt kurz vor dem Neumond nochmal ein paar Impulse für diese Energie bieten wird. Ich werde jetzt hier mischen und mal schauen, ob die Karte auf dem Tisch landet. Das ist hier nur so ein schmales Sideboard. Vielleicht fällt sie auch runter, aber ich denke, ihr vertraut mir, dass ich dann die richtige Karte aufhebe. Okay, meine Lieben, gebt mir 5 Sekunden Zeit. Okay, welche Botschaft kommt zu uns jetzt kurz vor diesem Neumond im Widder? Welche Botschaft möchte sich zeigen für uns? Was dürfen wir noch erfahren? Dankeschön. Okay, wir schauen mal. Oh, okay. Die 9 Schwerter sind gefallen. So, stecken diese Karte in unser schönes
Spirit Board, heute eines aus einem etwas dunkleren Holz. Gut, ich verbinde mich und wir schauen mal, was möchte uns die geistige Welt zu dieser Karte mitteilen. Vielleicht bist du derzeit schlaflos. Du wachst nachts auf, meistens gegen 2 oder 3 Uhr, und schon beginnt sich das Gedankenkarussell zu drehen. Es fällt dir dann schwer, wieder zur Ruhe zu kommen, denn deine Gefühle sind aufgewühlt. Du machst dir viele Gedanken über bestimmte Situationen deines Lebens und spürst, dass es dir an einem inneren Hafen der Ruhe fehlt. Vielleicht steckst du derzeit in einer Lebenssituation, die dich nicht zur Ruhe kommen lässt. Vielleicht geht es für dich darum, eine wichtige Entscheidung zu treffen, und du wägst Pro und Contra ab. Viele Menschen stecken derzeit in herausfordernden Lebenssituationen, denn das Alte trägt nicht mehr, doch das Neue ist noch nicht sichtbar. Möglicherweise hältst du auch am Alten fest, aus Angst, den Schritt ins Neue zu wagen. Neues ist bisweilen beängstigend. Und doch möchte deine Seele dir mitteilen, dass das Alte, das dich immer und immer wieder um den Schlaf bringt, nichts mehr für dich bereithält, woran du wachsen kannst. Neue Wege zu beschreiten erfordert Mut. Und je mehr dich eine Lebenssituation quält, je größer die Grübeleien sind, die in deinem Kopf für Unruhe sorgen, desto dringlicher ruft deine Seele nach Befreiung. Es könnte auch sein, dass du Dinge bereust, die du in der Vergangenheit getan oder versäumt hast. Doch wisse, die Vergangenheit ist vorüber. Die Zukunft, über die du dir vielleicht so viele Gedanken machst, ist noch nicht sichtbar. Und je größer dein Wunsch nach Kontrolle über diese Zukunft ist, desto größer ist auch die Erkenntnis, dass Kontrolle über das, was geschehen wird, unmöglich ist. Dir bleibt also nur der jetzige Moment. Überkommt dich das Gefühl der Verzweiflung oder der Hoffnungslosigkeit, dann lege dich zur Ruhe, fühle in dein Herz hinein und sei dankbar für etwas, was du in deinem Leben bereits hast und sehr wertschätzt. Dieses Gefühl der Dankbarkeit für etwas Schönes in deinem Leben wird deine Schwingungsfrequenz sofort verändern. Die Gedanken zu oft in die Vergangenheit oder die Zukunft schweifen zu lassen, bereitet deiner Seele großen Unfrieden. Denn das, was vorüber ist, kannst du nicht mehr ändern. Und das, was kommen wird, liegt nicht immer in deiner Hand.
Und deshalb ist es für dich jetzt von entscheidender Bedeutung, im Hier und Jetzt die Anbindung an deine göttliche Führung zu suchen und dankbar zu sein dafür, dass du geführt und beschützt bist. Denn du bist nie allein. Du bist begleitet von wundervollen geistigen Helfern, die immer wieder dafür sorgen, dass du in den Lebenssituationen, in denen du dich unwohl fühlst, getragen und geführt wirst. Doch diese Führung findest du nicht in deinem Verstand, sondern diese Führung, die immer und jeden Tag aufs Neue dein höchstes Wohl im Sinne hat, geschieht in deinem Herzen. Dein Verstand bereitet dir große Sorgen, doch dein Herz stülpt den Mantel der Liebe darüber. Wenn du des Nachts wach liegst und dein Kopf dich nicht mehr zur Ruhe kommen lässt, dann wisse, dass die Kraft deines Herzens um ein Hundertfaches größer ist als die Kraft deines Verstandes. Das Energiefeld um deinen Verstand ist nur gering. Das Energiefeld um dein Herz jedoch ist riesengroß. Gelangst du also vom Kopf ins Herz, wirst du dich ausdehnen in all der Liebe, die du bist, und damit in deine innere Ruhe zurückkehren. Es wird dich die Energie der Liebe einhüllen. Und du wirst spüren, dass die Antwort auf die Frage, die du dir vielleicht so verzweifelt stellst, in deinem Herzen bereits zu finden ist. Fühle dich liebevollst umarmt vom göttlichen Prinzip. Denn niemals bist du allein. Niemals wirst du fallen gelassen, und in jeder dunklen Stunde scheint ein helles Licht für dich. Du musst es nur suchen und zulassen, dass es dein Energiefeld durchströmt. Du bist unendlich geliebt und beschützt. Eine wundervolle Welle des Trostes kommt nun über dich und versichert dir, alles ist gut, so wie es ist. Vertraue dem Fluss des Lebens, gib dich liebevoll hin und wisse, für dich ist gesorgt. Wenn du deine Herzenskraft in den Vordergrund stellst und den Verstand ein bisschen in den Schatten rückst, wirst du sehen, dass die Lösung deines Problems direkt vor dir liegt. Puh, meine Lieben. Ja. Was soll ich sagen? Die neuen Schwerter, das ist keine einfache Energie. Ich habe das Anfang der Woche schon so ein bisschen wahrgenommen, dass dieser Widder-Neumond ja viele Emotionen nach oben katapultiert. Ich muss ehrlich gestehen, heute habe ich wieder sehr, sehr wenig mitbekommen von den Botschaften, die durch mich durchfließen wollten. Ich habe nur ab und zu mal wieder gespürt, dass ich nach Worten gesucht habe, das auszudrücken.
wie gesagt, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon erwähnt, dass das oftmals nicht so einfach ist, ja, das, was ich fühle, dann tatsächlich in Worte zu kleiden. Aber was ich auf jeden Fall verstanden habe, ist, dass unser Kopf, ja, uns ein klein wenig in die Quere kommen könnte, dass wir zu viel grübeln, dass wir uns zu viele Gedanken machen, dass wir vielleicht auch eben aus dem Kopf heraus Dinge entscheiden oder Überreaktionen zeigen. Und stattdessen sollten wir ins Herz gehen. Ja, also das weiß ich, das war jetzt die Grundmessage. Ich habe immer wieder gespürt, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, als würde sich mein Herzraum ausdehnen und als würde der Raum um meinen Kopf immer kleiner werden. Ja, das ist für mich sehr interessant, denn ich habe das mal in der Tierkommunikationsausbildung gelernt. Da kann man die Energiefelder messen, die sozusagen vom Gehirn ausgehen und die Energiefelder, die vom Herzen ausgehen. Und das Energiefeld um unseren Kopf herum ist um ein Vielfaches kleiner als das Energiefeld, das um unser Herz herum entsteht. Und das war heute eine der wichtigsten Botschaften, die scheinbar hier ins Kollektiv gebracht werden sollte, dass wir uns auch immer wieder klar machen, dass wir mit dem Verstand und mit unseren Grübeleien und wenn wir ein Thema tausendfach zerdenken, viel weniger auf die Lösung des Ganzen kommen, als wenn wir in die Stille gehen und unser Herz sprechen lassen. Leider, verlernen wir das oft schon in unserer Kindheit. Ja, unsere Herzensstimme über unseren Verstand zu stellen, weil in unserer Gesellschaft einfach ja, von Kindesbeinen an gelehrt wird, dass der Kopf besser Entscheidungen treffen sollte, ja, als die Intuition oder das Herz. Aber darum geht es jetzt, habe ich das Gefühl, gerade in dieser hochenergetischen Zeit, in der wir uns befinden, wirklich unserer Herzensstimme mehr zu vertrauen als unserem Verstand, der eben sehr, sehr oft aus Erfahrungen der Vergangenheit agiert, ja, oder aus Ängsten, was die Zukunft betrifft. Und wenn wir in der Herzensenergie sind, dann sind wir im Hier und Jetzt, folgen unserer Intuition und kommen dann in so einen Flow, ja, wo wir einfach sagen, okay, ich lebe das jetzt und ich vertraue darauf. Alles ist richtig, wie es ist und alles wird gut, ja. Darauf gehe ich auch heute nochmal ein, heute oder morgen, ich muss mal sehen, vielleicht auch erst morgen, wenn ich heute die Meditation noch mache für den Neumond, wenn es nochmal darum geht, wie ich gefühlt jetzt zu dem Haus gekommen bin, ja, das hat nämlich sehr viel damit zu tun, mit diesem Flow. Mit dem Loslassen, kein festes Ergebnis mehr erwarten, keine Kontrolle über eine Situation haben wollen, sondern einfach vertrauen und sich in den Fluss begeben. Und dann passieren Dinge, die wirklich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes wundervoll sind. Ja, meine Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr selbst mal ein One-Card-Channeling für euch wollt, schreibt mir gerne eine WhatsApp oder eine E-Mail. Die Kontaktdaten sind hier unter diesem Video in der Infobox zu finden. Ich liebe es, für euch zu channeln. Ihr könnt entweder eine konkrete Frage stellen oder aber ihr lasst euch von einer Botschaft aus der geistigen Welt überraschen, vielleicht jetzt auch direkt zum Neumond. Ja, die Neumondenergie bleibt uns sicher bis zum Wochenende erhalten. Und dann freue ich mich persönlich ja schon auf den nächsten Vollmond, denn der, meine Lieben, der wird heftig, das spüre ich schon, das ist der Vollmond im Zeichen des Skorpions. Und da wird es dann natürlich auch wieder eine Live-Zoom-Session geben. Und da bin ich schon ganz aufgeregt, ja, das ist die erste Session dann hier aus meiner Heimat. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr, sehr neugierig und gespannt auf alles, was wir jetzt zusammen erleben dürfen. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Mittwoch und ja, freue mich auf alles, was kommt. Eine ganz liebevolle Umarmung. Die Uli. Tschüss.